wir schauen uns jetzt erstmal die Männer an. Jo. Erstmal bei den Männern umgucken. Ich habe da irgendwie eine Schwäche für, ich weiß auch nicht warum. Warum ich jetzt unbedingt erstmal die Männer angucken möchte. Was ist das denn? Security. Okay. Hier ist also der geschützte Bereich. Attention. Extensible Patients. Klingt ja schon mal wieder gut. Gut. Oh, mir gefällt das alles nicht. Bericht über... was? Nein! Ein Seilfall, Mano! So. Hier jetzt erstmal den Schrank, Schreibtisch ausräumen. Abwesenheit. Gut. Gucken wir gleich mal in die Dokumente und schauen mal nach, was wir hier jetzt gekriegt haben. Ich habe das Gefühl, die könnten alle wichtig sein. So. So. Kaffeetasse nehmen wir auch noch mit. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch eine Schere. Ist hier irgendwie noch irgendwie eine geheime Tür? Oh, diese... So, erstmal nachgucken. Erstmal nachgucken. Ganz ruhig, Colli. Ganz ruhig, Colli. Alles wird gut. Puh, Abwesenheit. Hey, ich stelle fest, dass du in letzter Zeit recht häufig abwesend bist. Die Schichten in der Reformierung sind für dich schwer zu ertragen, das weiß ich. Aber wir müssen alle unseren Beitrag für das Wohlbefinden unserer am schwersten erkrankten Patienten leisten. Zudem ist mir aufgefallen, dass du seit neuem hingst. Lass dich von Dr. Stedmann besuchen. Alle unsere Schwestern müssen kerngesund sein, solange unser Schutzherr auf der Pirsch ist. Ja. Patientin 63 ist aus ihrer Isolation entschlüpft und hat Aufruhr in der Männerabteilung verursacht. Bewerkstelligt hat sie das anscheinend über die Belüftung in den Duschen, die mittlerweile mit Gewindeschrauben versiegelt wurde. Weitere Beobachtungen müssen zeigen, ob diese Maßnahme erfolgreich war oder nicht. Schwester Obermeier, na. Gut, das ist schon mal interessant zu wissen. Das heißt, über die Belüftung können wir auf jeden Fall... Habe ich hier gerade irgendwas gehört? Das wollte ich nicht hören. Fuck! Das gefällt mir so gar nicht. So. Dann stellen wir uns mal männlich und mutig und tapfer dieser... Ich nenne es mal vorsichtig Herausforderung. Um ins Wort. Will ich das wirklich? Will ich das wirklich? Oh, ich habe Angst. Ich weiß nicht, was hier ist. Und weiß auch noch nicht, was mich hier erwartet, aber... Irgendwas wird es schon sein. Irgendeine... Was auch immer! Was war das? Was war das? Was war das in Gottes Namen? Was in Gottes Namen war das? Oh. Fuck! Was war das? Was in Gottes Namen war das? Alter. Leute, das macht mir hier echt Angst. Eieiei. Ich will hier nicht sein, habe ich das schon mal erwähnt? Ich will hier nicht sein. Zum ersten Mal, dass ich das Gefühl habe, ich bin hier nicht willkommen. So, ich gucke jetzt erstmal in jedes scheiß Zimmer. Jedes blöde Zimmer. Ob hier irgendwas ist. Ist hier irgendwer drin? Nein. Gut. Hier ist niemand. Hier irgendwas. Nein. Ich hätte gern Weihwasser. Habe ich das schon mal erwähnt?
hier jemand drin? Nein. Hier ist eine Tür, die verriegelt ist. Hier kann ich rein. Hier ist eine verriegelte Tür. Gut. Erster Flur abgelaufen. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Nehmen wir mit. Kopfschmerzen. Kopfschmerzen habe ich jetzt auch. Hier irgendwas. Hier irgendwas. Da oben ist was. Hier ist ein Buch. Ein Patient nach meinem Geschmack. Falls er den Schlüssel hatte, fang einen Dieb mit einem Dieb. Zimmernummern. Das ist alles nicht so. Nicht gut hier. Nicht gut. Oh. Meine Nerven sind echt bis zum Bersten gespannt gerade. Das ist. Irgendwas hier, was. Ah, okay. Die Spritze hätte ich ja fast wieder vergessen. Hier war, von hier kam ich ja. Vorhin, gut. Dann gehen wir doch mal wieder nach links und jetzt gucken wir erstmal die offenen Zimmer nochmal auf der Seite. Offene Zimmer. Mit. Schrank. Hier irgendwas? Nee. Gut, Schrank. Schrank. Hier ist ein Schloss. Hier, ein offenes Zimmer. Nichts. Gut. Nein, nichts. Schön. Was wollte ich wissen? Ist hier was? Nein. Gut. Hier liegt irgendwas. So, eine Spritze. Ne, ein Füller. Mal wieder. So. Jetzt gehen wir diesen Flur runter. Gut, in der Richtung scheint es weiterzugehen. Das heißt, nun kümmern wir uns um die verschlossenen Räume. Einen nach dem anderen. Ich fange ganz vorne an, wo es gerade eben so ganz nett Rums gemacht hat. So, jetzt gucke ich erstmal hier durch. Oh nein. Ist da irgendwas drin, was ich wissen müsste? Ja, Füller. Das ist schon mal scheiße. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht sehen. Manu. Bitte lass dieses Zimmer wenigstens. Oh. Ich glaube, der andere, der ist gefährlicher. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt gut finden soll. So. So. Dann machen wir die Tür mal auf. What? Don't sleep. Was auch immer. Was habe ich verpennt?
was auch immer ich nicht mitbekommen habe. Don't sleep. Ja, das sehe ich ähnlich. Don't sleep. Oh oh. So, ist da noch jemand drin? Ich sehe es noch kommen, dass hier irgendwo am Ende irgendeine Tür einfach zugeht hinter mir. Und ich da nicht mehr rauskomme. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe dieses blöde, blöde Gefühl. Wie gesagt, es gefällt mir alles hier nicht. Stimmungstechnisch haben sie sich hier wirklich gut verwirklicht. Das kann man einfach mal festhalten. Boah. Kommen wir zu den Herren hier. Schauen wir mal, was hier so ist. Hier ist niemand drin. Oh nein. Gut. Nehmen wir doch mal den Kram mit. Was haben wir denn hier? Lager. Okay, Lager ist schon mal gut. Besteck, Besteck. Wir sammeln hier das Besteck ein. Was auch immer das ist hier. So komme ich in die Frauenabteilung. Ah ja. Das ist schon mal gut. So, ist hier noch irgendwas? So. Was? Das war jetzt nicht sein Ernst, oder? Noch das hier im Dienst? Ich würde sagen, ich habe irgendwas zu früh gefunden. Nicht gut. Gar nicht gut. Irgendwas habe ich sauer gemacht. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas ist sauer auf mich. Dass ich ihm sein Spielzeug geklaut habe. Dokumente. Dokumente. So, Lager. Ich habe heute ein besonderes Lager gefunden, zurückgelassen von jemandem von mir. Kleine Kupfermünzen, so alt wie die Stadt und ein seltsames Gemälde. Wir denken ähnlich, also muss es noch mehr geben. Hin und wieder höre ich Geräusche aus den Wänden, ein Klick, das klingt wie mein Herzschlag. Ich muss das haben, ich werde es haben, schon bald. Okay. Symptome, Doktor, Schreie, ja, ich glaube auch. Wir sollten ja nicht vergessen, die Pflegegeist, die Kranke, auch ihren Preis einfordert. Diesen müssen wir bezahlen, mit Zeit, Geduld und auch mit Blut. Es ist unser Blut, dem diese armen Menschen entstammen und ihre absehenden Gefühle, was auch immer. Nehmt als Beispiel den schleichenden Meisterdieb, wer in dieser kummervollen Zeit genannt wird. Sein einziger Antrieb ist der Wunsch nach dem, was ihm nicht gehört. Ein fehlgeleiteter Wunsch, der der Welt eine Ordnung aufnötigen möchte, die nicht eigen ist. Aha. Okay. Zimmer Nummer 4. Patient 49. Archivar. In der Tür wurde verdoppelte Schlösser angebracht, nachdem verschiedene Vorräte verschwunden sind. Ich weiß nicht, wie er rauskommt, aber ich vermute, dass der Wachmann ihm hilft. Selbige habe ich von M11 nach M2 verlegt, damit die beiden nicht länger die Nachbarn sind. Das sollte ein ihre Umtriebe für eine Weile eindämmen. Okay. Kein Herumlaufen in den Gängen, kein Lärm in den Zimmern, Türen geschlossen halten. Gut, das ist ja logisch, klar.
Ich frage mich gerade, welcher Meisterdieb hier. Was war das? Was war das? Hä? Was in Gottes Namen? Was war das? Was war das? Irgendwas habe ich verpennt. Und ich weiß nicht, was ich verpennt habe. Aber ich weiß, es war nicht gut. Es war nicht gut. Ganz sicher nicht. So. Da hinten war noch irgendein Raum, den ich noch nicht betreten habe. Ich muss da nochmal hin. Ich muss da nochmal hin. Das gefällt mir überhaupt nicht, aber ich muss da nochmal hin. Diesen Raum, genau. Ganz genau in diesen Raum. Was auch immer hier. Das kann auch nicht sein Ernst sein. Dieser Spuk gefällt mir gar nicht. Gibt's hier auch sowas wie... Zimmernummern? Wir haben 13, 11. Hier sind irgendwie ungeraden Zahlen, könnte das sein? Okay, irgendwas war mit dem Raum M2. War ich hier schon dran? Ah! Hier war ich noch nicht. Was ist hier? Irgendwas ist da ganz Merkwürdiges drin. Wenn ich jetzt sogar noch mit, also ohne Fokus sehe. Was erwartet mich jetzt schon wieder? Irgendeine Scheiße erwartet mich doch jetzt schon wieder. Ah. Schön. Irgendwas habe ich gesehen, aber was ist das hier? Hier irgendwas? Bild. Ein Bild. Ratsch, 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 ratsch. Ein schönes Stück. Oh, Ekel der Höflichkeit.